eine spannende Diskussion, hat Simone Striebel versprochen. Schauen wir, dass es dazu kommt. Und ich halte mich gar nicht lang auf mit langen Einleitungen, sondern will die Gästinnen und Gäste vorstellen. Es ist eine Runde aus Chefredakteurinnen und stellvertretenden Chefredakteuren und Innen und so weiter. Ich erspare mir das. Sag willkommen, Eva Linsinger vom Profil. Schönen Sonntag. Martina Salomon vom Kurier. Guten Morgen. Neu in der Chefredaktion, überhaupt alles neu in der Chefredaktion der Presse. Begrüße Christian Ulsch. Grüß Gott. Und ein alter Bekannter, Hubert Batterer von der Kleinen Zeitung. Schönen Vormittag. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Frau Salomon. In der ÖVP Niederösterreich, dann auch in der ÖVP, hat man den Eindruck, eigentlich schon wenige Stunden nach Vorliegen des Wahlergebnisses in Niederösterreich, man ist sehr rasch zur Tagesordnung übergegangen, die minus 10 Prozentpunkte ist halt so. Wickelleitner bleibt. Hat sich irgendetwas verändert in Niederösterreich? Außer natürlich die Zahl der Landesregierungssitze. Ich glaube, Niederösterreich ist ein Zeichen, etwas, was bundesweit stattfindet, dass es einen Wähleraustausch gibt. Das heißt, die ÖVP-Wähler, die Sebastian Kurz für sich gewinnen konnte, für die ÖVP gewinnen konnte, die gehen jetzt wieder zurück zur FPÖ. Sieht man auch in allen bundesweiten Umfragen. Für die Mikl-Leitner, Johanna Mikl-Leitner, die Landeshauptfrau, ist es natürlich schmerzhaft, dass sie unter 40% gekommen ist. Das ist schon ein Misserfolg, muss man ganz deutlich sagen. Wobei gleichzeitig hat sie natürlich Glück gehabt, dass alle sprechen jetzt über die SPÖ, die in einer Krise ist, weil ja gleichzeitig natürlich eine Bundesobfrau-Debatte begonnen hat in der SPÖ, eine heimliche oder halbheimliche, weil der Landesobmann ausgetauscht worden ist. Das heißt, der Fokus ist relativ schnell von ihr weggeraten. Und insgesamt muss man sagen, die Zeiten der absoluten Mehrheiten ist wahrscheinlich auch vorbei. Die Frage an Sie, Frau Linsinger. Natürlich hätte man erwartet, es gibt eine große Diskussion in der Österreichischen Volkspartei, vor allem in Niederösterreich. Vielleicht haben einige auch erwartet, bei einem Dreier vorne wird es wackelig für die Landeshauptfrau. Aber eigentlich ist wenig passiert. Man hat eigentlich schon am nächsten Tag, am Montag, nur noch über die SPÖ geredet. Was ist da passiert? Einerseits macht sich natürlich die ÖVP ein wenig leicht. Die ÖVP in Niederösterreich hat gesagt, es ist im Wesentlichen der Bund und die Bundesthemen schuld. Die Bundes-ÖVP, wo ja ein großer Teil der Parteispitze aus Niederösterreich kommt, sagt, die weltpolitischen Ereignisse sind schuld. Also kurz, wir können nichts dafür, wir konnten da gar nichts machen. Und natürlich hat sich der Fokus auf die SPÖ gerichtet. Die SPÖ ist im Bund Opposition, war in Niederösterreich unter der dominanten ÖVP und das zusammenzubringen in einer Situation, wo die ÖVP so gebeutelt ist, wo sie so viel verliert, dass alle Stimmen schnurstracks zur FPÖ wandern und die SPÖ nicht nur nicht profitiert, sondern sogar verliert, das ist natürlich ein Alarmsignal. Aus gutem Grund wurde der Spitzenkandidat, der Parteivorsitzende in Niederösterreich ausgetauscht und es wird nicht die letzte Personalrochade in der SPÖ gewesen sein, weil bei dem Thema Teuerung, das müsste eigentlich für die SPÖ eine aufgelegte Sache sein, da müsste sie eigentlich mit sozialer Kompetenz punkten. Wenn sie es bei dieser Themenlage nicht schafft, dann wird sie es nie schaffen. Gut, nur eine Zusatzbemerkung. Das Thema Teuerung haben eigentlich alle aufgegriffen, alle Parteien. Und ich kann mich noch erinnern an eine Statistik von Peter Filzmeier-Sora, der sagt, das Thema soziale Gerechtigkeit hat nur 14% der Wählerinnen und Wähler interessiert. Also offensichtlich ist man da auch in der Ausdrucksweise ein wenig hinten nach, was die SPÖ betrifft, wie die SPÖ Niederösterreich. Warum passieren solche Fehler? Absolut. Man hat ja aus den Nachwahlanalysen gesehen, dass gerade Menschen, die schwer mit ihren Einkommen auskommen, in Scharen zur FPÖ gewandert ist. Das müsste eigentlich eine Kernklientel der SPÖ sein. Sie schafft es, nicht Themenführerschaft zu erlangen. Sie hat eine Führungsdebatte. Das alles sind Bestandteile einer Partei, die eben bei Wahlen nicht gewinnt, sondern verliert. Und zu Recht läuten da alle Alarmsignale. Herr Ulsch, Sie gelten ja seit Jahrzehnten, kann man schon sagen, seit Jahren, Gottes Willen, so alt sind Sie nicht, als einer der wichtigsten Außenpolitik-Berichterstatter und Journalisten in diesem Land. Deshalb die Frage an Sie, ist die Weltlage schuld gewesen, dass die ÖVP Niederösterreich unter 40% gerutscht ist, so wie es ja auch argumentiert worden ist? Ich glaube schon, dass es eine schwierige Themenlage ist für jede regierende Partei. Ich finde interessant bei der Wahl, dass es ja dann auch sozusagen politisches Long-Covid gab, so eine Ausläufer der Pandemie. Das sagen dann auch alle
ÖVP-Politiker, mit denen man über diese Wahl spricht, dass es ein großer Fehler war, die Impfpflicht einzuführen. Also das finde ich sehr interessant, dass da gesellschaftlich offenbar was passiert ist und dass da ganze Bevölkerungsgruppen sich sozusagen zuerst innerlich und dann auch tatsächlich absentiert haben, insbesondere von der ÖVP. Also da ist, wie die Martina Salomon gesagt hat, ein Wähleraustausch vonstatten gegangen. Persönlich finde ich auch sehr interessant, wie schlecht die SPÖ abgeschnitten hat. Warum? Weil es ja nicht nur das Thema Teuerung wäre, das virulent ist. Es gibt auch andere Themen, Gesundheit, Pflege, Soziales, wo die SPÖ punkten könnte. Und es gibt natürlich da international schon auch Beispiele, wo das Sozialdemokraten gelungen ist in letzter Zeit. Und also für mich idealtypisch gibt es zwei Wege. Entweder das spanische Modell, wo du hast einen Ministerpräsidenten, der äußerst erfolgreich ist, auch bei der Bekämpfung von Inflation. Oder das dänische Modell, wo du eine Ministerpräsidentin hast, die Mette Frederiksen, die ganz bewusst auf einen harten Kurs setzt, punkto Migration und gleichzeitig ein soziales Profil hat. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich die SPÖ da nicht entscheiden kann und dass sie da das intern noch nicht aufgelöst hat. Und das, glaube ich, wird dann über Niederösterreich hinaus auch Folgen haben. Also Sora hat ja auch darüber eine Umfrage gemacht, schon vor der Wahl beginnend, was sind die wichtigsten Themen, und das war eigentlich ganz klar, das mit Abstand wichtigste war Teuerung, dann kam es zur Energiefrage, das zweitwichtigste und das drittwichtigste die Migration, und was wir da jetzt diskutieren, ist eigentlich lauter verschiedene Themen, Sie sagen Corona, also wir haben auch sehr viele Umfragen gemacht, da hat jeder gesagt, das ist auch eine Strafe für die Impfpflichtpolitik der Bundesregierung, also was war es jetzt wirklich? Oder was kurz? Das gibt ja auch viele, die sagen, es war eigentlich, haben Sie auch gesagt, Frau Lenzing, ist auch meine persönliche Meinung, dass die ÖVP seit dem Abgang von Kurz einfach in einer Dauerkrise ist. Stimmt sicher, dass es Karl Nehammer nicht gelungen ist, nach diesen Verwerfungen dieser Ära wirklich für einen Neustart und Neubeginn zu stehen. Dafür war er in allem, was da aufgebrochen ist, an Tricksereien, mit den Bünden, wo die Gelder hin und her innerhalb der Bünde dieser Partei hin und her geschoben wurden, da war er einfach zu verzagt und nicht glaubwürdig genug. So war vermutlich diese Niederlage doch ein Bündel und ein Cocktail all dieser Faktoren. Und auch wenn die Partei gesagt hat, ja, die Krise ist schuld und die Polykrise und die Welt ist schuld, dann trifft das doch auch die Führung der ÖVP, weil es ihm auch offenbar auch nicht gelungen ist, dem Kanzler sich als Krisenkanzler, der das Land zusammenhält, zu positionieren und sich zu bewähren. Also er befindet sich weiter in diesem Abstiegskanal und kann nur hoffen, und mit ihm die ganze Partei, dass die Partei die restlichen 1,5 Jahre sind es, glaube ich, und sie werden jeden Tag nützen und den Teufel tun und vorher wählen lassen, diese Zeit zu nützen, um sich da herauszuarbeiten und herauszuschuften und zu hoffen, dass sich die Stimmung dreht. Das heißt, Sie sind schon der Meinung, dass sich vor allem die ÖVP in einer Krise befindet? Wobei man hier, glaube ich, schon noch einmal, wenn man auf das Ergebnis als Nicht-Niederösterreicher draufschaut, schon auch die Dinge ein bisschen zurechtrücken muss, glaube ich. Es ist trotzdem so, dass die Partei, die ÖVP, zwar die Übermacht und Machtfülle eingebüßt hat, aber nicht die Macht selber. Das heißt, die Partei regiert nicht mehr absolutistisch und auch nicht mehr absolut, sondern das Regieren wird ungemütlicher, und man kann durchaus auch sagen, dass das gut für beide ist, nämlich für das Land Niederösterreich und auch für die Partei und für die auch regieren werden. Trotzdem hat natürlich die Partei ein Problem, weil sich alles, was sie tut, und sie tut meines Erachtens mehr, als ihr bescheinigt wird, auch in der medialen Rezeption, dass das nicht einsickert und nicht ankommt im Bewusstsein der Leute, weil sich die schlechte Stimmung, die sich so wie Mehltau über das Land breitet, das alles überlagert, was tatsächlich auch auf der politischen Ebene passiert ist. Frau Lenz, ich möchte eine ganz banale Frage
stellen, ist es nicht letztlich seit vielen Jahren nur noch die Strahlkraft des Spitzenkandidaten, der Spitzenkandidatin, auch auf Bundesebene, die zählt? Also fangen wir an, egal ob jetzt Kreisky, Schüssel, Kurz, Jörg Haider, das sind alles Menschen, die im Fernsehen gepunktet haben mit einer starken Eloquenz, mit einer starken Überzeugungskraft, auch mit einer Übertreibung. Haben wir jetzt in den momentanen Parteien da die richtigen Chefs und Chefinnen an der Spitze? Sie haben schon recht, Wahlen sind sehr auf Persönlichkeiten zugespitzt. Gerade eine Persönlichkeit wie Sebastian Kurz, als er noch Superstar war und nicht Beschuldigte in Affären, dem ist es natürlich gelungen, die Menschen zu elektrisieren, und da sind auch Stimmen zuhauf zu ihm gewandert. Ein Gegenbeispiel zu Ihrer These wäre vielleicht Alfred Gusenbauer, der nie Popularitätswettbewerbe gewonnen hätte, aber doch die Wahl 2006 gewonnen hat, einfach weil die Themenlage damals so war, das war damals die Grundstimmung, dass nach den vielen Reformen unter Kanzler Schüssel, Pensionsreform etc. wieder ein bisschen soziale Wärmestube angesagt war. Oder Scholz war. Auch in Deutschland. Das absolut. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, es geht um Persönlichkeiten, und das, was Kollege Batterer gesagt hat, diese Grundstimmung, die getragen ist von Frust, von Politikverdrossenheit, die meandert ja schon lange herum. Wir erinnern uns an die Bundespräsidentschaftswahl 2016, als viele Kandidaten und Kandidaten alles sein wollten, nur keine Politiker. Also diese Politikverdrossenheit wirkt nach. Und das merkt man, und das wird natürlich verstärkt durch all die Krisen, die es jetzt gibt. Das erzeugt Unsicherheit, das erzeugt Abstiegsängste. Und ja, die Bundesregierung hat eine Menge an Krisenmaßnahmen beschlossen, aber offensichtlich kommt das nicht gut an. Und ich glaube schon, dass das auch in so vielen Puzzlesteinen, dass der Eindruck verstärkt wird, wir wandern in eine unsichere Zukunft. Es gibt Apotheken, wo es keine Medikamente gibt. Es gibt lange Schlangen für Arztordinationen. Und da müsste eine Regierung, mit dem englischen Wort ausgedrückt, so etwas wie Leadership vermitteln. Niemand erwartet, dass ausgerechnet die österreichische Regierung alle Weltprobleme lösen kann. Das wäre auch absolut unfair. Aber sie müsste vermitteln, ja, wir haben einen Kurs und wir versuchen das und das. Und das Zweite, was, glaube ich, entscheidend ist, ist Ehrlichkeit. Mir kommuniziert die Bundesregierung noch zu viel in Superlativen. Es gibt die besten, die teuersten, die Krisenmaßnahmen. Das trifft aber teils nicht das Lebensgefühl der Menschen, die unter Energierechnungen stöhnen. Und ich glaube, Ehrlichkeit wäre durchaus zumutbar. Niemand erwartet sich eine Ad-hoc-Lösung. Und ganz zum Schluss, natürlich braucht es auch Personen, die das vermitteln. Und das merkt man. Es gibt eben auch Personen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und die haben im Moment offensichtlich die Großparteien nicht. Bleiben wir ein wenig bei der SPÖ. Ist Pamela Rendi-Wagner die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Partei? Ich glaube, sie war als Sektionschefin am richtigen Ort. Ich glaube, sie hat viel dazugelernt. Sie hat ein unglaubliches Standing und Stehvermögen, weil diese ganzen Angriffe muss man erst einmal aushalten, die sie aushält und durchdrückt. Aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht glaubwürdig ist. Also ein schwerer Botschen war im Sommer im ORF bei den Sommergesprächen zu sagen, es gibt keine Asylkrise, während das ganze Burgenland schon darunter leidet und die Grenzkontrollen immer mehr werden und immer mehr Schlepper verhaftet werden. 70% der Einsassen in der Justizanstalt Eisenstadt sind Schlepper momentan. Das sind ja Dinge, die man gar nicht so wahrnimmt. Sie hat da auch nicht genug Leadership, und es gibt sie hat nicht die richtigen Personen um sich herum, glaube ich. Und es gibt, der Christian Ulsch hat auch gesagt, es gibt eine Richtungsdebatte, die nicht fertig geführt ist. Also es gibt den pragmatischen Flügel, eher den Linksintellektuellen. Es gibt den Linksintellektuellen und den pragmatischen Flügel, der sich eher an dem dänischen Modell orientiert, dass man sagt, es muss übrigens auch der Peter Kaiser, wenn ich höre, was er sagt, klingt sehr pragmatisch. Fordert er ja schon länger ein Sozialjahr für Asylberechtigte geben. Es sollten außerhalb der Grenzen die Asylverfahren sein. Man muss die illegale Migration begrenzen. Es klingt ja so, als würde es der Herr Nehammer sagen, wo dann alle aufschreiben, Gottes Willen, das kann man so nicht machen. Und das geht so nicht, der andere Flügel der SPÖ. Das Problem an der SPÖ, das ich sehe, dass es keine klare Führungspersönlichkeit gibt, wo man sagen, alle, na klar, der wird ja nachfolgen. Das ist auch der Vorteil der Rendi Wagner. Darum kann sie sich halten, weil Hans-Peter Doskozil hat
ist ein Flügel, der zwar gewinnen könnte, glaube ich, hat gleichzeitig aber schreckliche Stimmprobleme. Ob man damit wirklich Spitzenpolitiker sein kann, weiß ich nicht. Schwierig, hat am Anfang einen Mitleidseffekt, aber auf Dauer trotzdem schwierig. Die Wiener Granden, Herr Hanke und Herr Hacker, also Hanke hat sich irgendwie in der Wienenergie natürlich ein bisschen befleckt. Wäre sonst der logische Kandidat vielleicht? Peter Hacker ist wahrscheinlich zu links. Michael Ludwig wird es nicht machen. Also für mich, und hier gab es einmal einen Alexander Wrabetz als ORF-Chef. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wird zwar genannt momentan, kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass er der nächste Wunderwutzi über die SPÖ ist. Wir haben auch nicht geglaubt, dass er Rapid-Präsident wird. Jetzt muss ich an dieser Stelle ganz was anderes sagen. Wären Sie alle vier Politikerinnen und Politiker, würde ich sagen, stopp, 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 hätte ich Sie alle schon viel früher unterbrochen. Also wenn es ein bisschen kürzere Wortmeldungen wären, wäre fein, sonst bleiben wir bei Thema 1, nämlich hängen. Trotzdem noch einmal, wird es in der SPÖ einen Führungswechsel geben aus Ihrer Sicht in diesem Jahr oder nicht? Meiner Ansicht nach wirklich schwer zu sagen, weil ich würde zustimmen, also wenn die Pamela Rendi-Wagner etwas hat, dann ist es Stehvermögen. Und sie wird ja eigentlich in Frage gestellt, seitdem sie dieses Amt innehat. Dann hat sie bei einer Wahl eigentlich bewiesen, dass sie es nicht so gut kann. Also das waren ja, korrigieren Sie mich, ich glaube 21% oder so. Dann war sie aber so zäh und ist geblieben. Und für mich ist rein psychologisch schwer vorstellbar, wenn jemand so lang durchgehalten hat. Das ist wie wenn du einen Marathon rennst und du bist schon bei Kilometer 38 und da hörst du jetzt dann auch nicht mehr auf. Doch. Ich glaub, da musst du schon einen schwer, muss man schon einen schweren Hänger oder Ast haben, wie die Läufer sagen. Hatte ich schon. Und das kann natürlich passieren. Ich glaube auch, dass es eine Frage der Alternativen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das dann letztlich ein Dritter wird oder eine Dritte wird, die wir jetzt dem Namen nach noch nicht kennen. Den Sven Hergowich haben jetzt auch nicht so viele Leute gekannt. Den Gusenbauer übrigens auch nicht. Das war damals auch eine ziemliche Überraschung, wie er aus der Kiste gesprungen wird. Insgesamt halte ich es schon für ein großes Kunststück der SPÖ, dass es jetzt eine Obfrau-Debatte gibt nach dieser Wahl und keine ÖVP-Debatte. Früher war es umgekehrt, da gab es ein bemerkenswertes Talent der ÖVP, sich in endlosen Obmann-Debatten zu verstricken. Jetzt ist das Kunststück der SPÖ. Und ja, wo das enden wird, wird man vielleicht dann eher wissen nach den Wahlen. Soviel ich weiß, gibt es so eine Art Stillhalteabkommen. Bis nach den Wahlen, bis nach der Wahl auch in Salzburg. Ja. Wobei man auch sagen muss, der Herr Doskozil hat schon viele öffentliche Stillhalteversprechen abgegeben. Er hat sich daran gesagt im Fernsehen, er wird jetzt still sein. Ja. Und eine kurze Pause, ein paar Wochen. Also er hat es ja praktisch angekündigt, dass es dann weitergeht. Ich glaube auch, dass die Partei was tun muss. Und auch die Worte von Peter Kaiser, wo er gesagt hat, okay, jetzt bitte Ruhe und fahr mir nicht in die Parade an die Adresse des pannonischen Eigenbrötlers. Das wird nach Salzburg wird das aufbrechen. Und diese niederösterreichische Wahl war für die SPÖ wirklich traumatisch, weil klar geworden ist, dass diese Partei keinen Sprachkanal zu den, also ich lese gerade Normal People von der Sally Rooney, irgendwie dieses keinen Sprachkanal zu den arbeitenden Menschen wie der Hergowich mehrfach jetzt hier betont hat und viel zu weit weg ist von den Nöten und Sorgen der Leute. Und möglicherweise ist, was du angesprochen hast, auch eine Pamela Rendi-Wagner und mit der Welt, die von ihr abstrahlt, nicht authentisch genug, um wirklich hier als Mitstreiterin für die Nöte und Sorgen der Leute, die jetzt ihre Einkaufswegen wieder zurückschieben müssen an der Kasse, weil sie sehen, dass zu viel drinnen ist und dass sie sich's nicht leisten können, dass sie eine glaubwürdige Anwältin ist dieser Nöte der Leute. Und das muss alarmierend sein für eine Partei zu sehen, dass sie die oppositionelle Hoheit abgegeben hat an die freiheitliche Partei. Dann fehlt uns jetzt noch jemand, den wir noch gar nicht diskutiert haben. Wenn Sie sagen, hier ist Gusenbauer, das Modell Gusenbauer, hier ist das Modell Charisma Jörg Haider, vielleicht auch kurz. Wo gehört denn der Herbert Kickl hin?
Das ist schon interessant, weil gerade die FPÖ hat von strahlenden Menschen an der Spitze gelebt. Jörg Haider hatte natürlich Charisma. Heinz-Christian Strache war quasi auch im Bierzelt und bei derartigen Veranstaltungen zu Hause. Bei Herbert Kickl hieß es noch vor einem Jahr, er ist eher menschenscheu, er ist zu radikal, er schreckt alle ab. Also er ist eher auch das Modell Antibeliebtheit. Das ist aber egal. Die FPÖ hat trotzdem einen rauschenden Wahlsieg gefeiert. Und ich glaube, es haben viele die Nachwirkung des Themas Corona unterschätzt. Das ist neben dem Thema Asylmigration, das natürlich der FPÖ geholfen hat, die ÖVP kann davon nicht mehr profitieren, ist das Thema und das Thema Impfpflicht. Und das ist die Pandemie ist zwar für beendet erklärt worden, sie wirkt aber lange nach. Und wenn man da hineingehört hat, es gibt einzelne Gemeinden in Niederösterreich, wo auch Gemeinderäte von der ÖVP zur FPÖ gewechselt sind, eben wegen der Impfpflicht. Es gab lokale Anti-Corona-Demos wegen der Anti-Corona-Maßnahmen. Und da glaube ich, wäre die Regierung gut beraten, wenn sie das tut, was sie angekündigt hat, nämlich das Aufarbeiten. Sonst kann Herbert Kickl, und die Prognose ist leicht, in Kärnten und in Salzburg mit seiner FPÖ zu neuerlichen Siegen stürmen. Eigentlich wollte ich ja von der österreichischen Welt ein bisschen in die globale, aber jetzt mache ich einen Schritt zurück und komme in eine ganz andere, kleinere Welt in Niederösterreich. Das, was der Herr Waldhäusl diese Woche gesagt hat, ich glaube, wir müssen es nicht wiederholen, hat mittlerweile, alle haben das mitbekommen. Jetzt hat man bis vor 2-3 Tagen gesagt, die FPÖ verhält sich völlig still, toleriert so etwas, egal was irgendein Spitzenfunktionär sagt. Jetzt gibt es aber doch Marlene Swaczek in Salzburg, die sagt, der ist, also übersetzt, der ist wo angerennt. Also der hat offenbar eine sehr schöne Formulierung, ist falsch abgebogen und noch so eine ähnliche Formulierung. Ist das ein Widerstand gegen Herbert Kickl oder ist das einkalkuliert? Ich glaube, es ist eher eine typische FPÖ-Strategie. Es gibt welche in der FPÖ, die unterstützen ihn und die sagen, wo ist das Problem? Allen voran Herbert Kickl selber, die eben Waldhäusl unterstützen. Es gibt andere wie Swaczek, die sich ganz vorsichtig distanzieren. Swaczek hat in Salzburg eine Wahl zu schlagen im April, wirkt dort stark auch in bürgerliche Schichten hinein. Und ich glaube, das ist die bewährte Doppelstrategie der FPÖ, die sie auch so erfolgreich macht, wo sie auch die Empörungswelle, die danach hochgekommen ist, zu Recht nach diesem unerträglichen Waldhäusl-Saga, für sich nutzen kann und die Themenlage dominiert. Ja, aber bei jeder anderen, ich würde nur sagen, bei jeder anderen Partei würde man sagen, Riesenkonflikt. Ne? Die eine ist die stellvertretende Parteichefin und der Parteichef sagt am selben Tag, er steht hinter Waldhäusl. Also offensichtlich kann sich die FPÖ derzeit alles erlauben. Ja, ich glaube, jetzt hat sich auch der Herr Landbauer hat sich auch nicht sofort geäußert. Und wollte sich das mal anschauen, wie sich das entwickelt. Und dann sind, glaube ich, sehr differenziert. In der Bundes-FPÖ ein paar Pflöcke eingeschlagen worden. Und ich glaube, die Frau Swaczek hätte halt auch gerne eine Koalition mit der ÖVP in Salzburg und baut da vielleicht vor. Und ganz auszuschließen ist es ja auch nicht, dass sie diese Äußerungen auch für dekadent hält. So wie sie es angedeutet hat. Ne? Ich möchte an dieser Stelle etwas probieren, was uns nicht gelingen wird, auch nicht, wenn wir 8 Stunden Sendezeit hätten. Aber ich glaube, in allen Redaktionen ist diskutiert worden, wie viel Gewicht geben wir den Aussagen des Herrn Waldhäusl, um es ganz kurz zu wiederholen, der gesagt hat, wenn die FPÖ sich durchgesetzt hätte mit ihrer Politik, dann wäre Wien heute noch Wien und das mitten ins Gesicht einer 16-jährigen Schülerin eigentlich unerträglich. Aber was bedeutet das für die politische Landschaft, wenn man so etwas groß spielt? Heißt es immer, damit machen wir die FPÖ noch größer? Spielt man es gar nicht? Hat man es vertuscht? Wie sehen Sie das? Na, wir sind da natürlich Gefangene des Spiels der Freiheitlichen. Und ich glaube, die meisten Kommentatoren waren da auch, so wie ich, der Meinung, dass wir in einer Endlosschleife gefangen sind. Es ist wie bei Jörg Haider. Er sagt etwas komplett Jenseitiges, damals zum Beispiel Ariel Muzikant und Sauber und so weiter. Und wir schreien alle wahnsinnig auf und am Ende des Tages bleibt dieser Saga beim Waldhäusl jetzt übrig und die Leute sagen, na, das sind aber die einzigen, die sich trauen, die haben recht. Also das aber ich meine, ist ganz schwierig. Ich meine, das ist überhaupt kein Vergleich, aber die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich hat immerhin
Haider damals den Landeshauptmann gekostet. Also wo ist die Grenze, wo man sagt, unerträglich Rücktritt geht nicht mehr? Offensichtlich ist die noch nicht erreicht. Naja, es hat ja immerhin der Bundespräsident zwar ein wenig unglücklich vor der Niederösterreich-Landtagswahl, trotzdem inhaltlich völlig richtig. Man kann jemanden wie Herbert Kickl nicht zum Kanzler machen. Der ist meiner Meinung nach wirklich außerhalb des Verfassungsbogens und verwendet Ausdrücke. Ich meine, eigentlich war er ja der rabiate Redenschreiber des Jörg Haider relativ erfolgreich. Also für Sie ist Kickl außerhalb des Verfassungsbogens? Absolut, man kann sich nicht so benehmen in der Politik. Darf ich da nur kurz ergänzen? Ja, aber Herbert Kickl war am Freitag am Abend in Klagenfurt, der erste große Auftritt nach dem Triumph. Und er hat dort wörtlich, glaube ich, an die Adresse des Bundespräsidenten gesagt, er werde in seinen Schädel schon noch zurechtbiegen, wörtlich. Das ist eine Sprache und eine wirklich Rotzigkeit und Verächtlichkeit. Da verlässt jemand wirklich den Konsens dieses Landes. Und ich glaube auch, dass er sich selber damit wirklich verunmöglicht, was immer an Erfolgen noch im nächsten Jahr kommen könnte. Ist ja nicht gesagt, dass es so passiert. Also es kann sein, dass er ähnlich wie Jörg Haider damals 2000 auch gezwungen ist, tatsächlich, weil er einfach alle Grenzen des Anstands auch grob überschritten hat, dass er Platz machen muss und gemäßigt die Partei vielleicht führen, eventuell auch führen in eine Koalition, die dem Bundespräsidenten nicht aber recht ist. Also ich möchte gerne was dazu sagen. Weil glauben wir das wirklich am Tisch, dass Kickl einen Regierungsjob abgibt? Na, ich finde, ich fand es jetzt mit Verlaub nicht besonders schlau vom Herrn Bundespräsidenten, das genau jetzt zu sagen, weil das ist natürlich eine wunderbare Position für die FPÖ. Und dieses Spielen kennen wir natürlich auch schon von früher. Also es steht jetzt die FPÖ zur Verfügung für alle, die einer Proteststimmung anhängen, die mal einen Denkzettel verpassen wollen, jetzt sogar noch können Sie das machen, ohne der Gewissheit, also so quasi mit der Gewissheit, der Herr Kickl wird eh nicht Bundeskanzler, also kann ich denen erst recht eine Stimme geben. Und das hatten wir alles schon. Ich finde das nicht besonders gut. In der Sache kann man das natürlich argumentieren und viele Gründe dafür finden, warum das dann tatsächlich nicht gut wäre, den Herrn Kickl den Regierungsauftrag zu geben. Aber es steht überhaupt keine Nationalratswahl vor der Tür. Ich glaube auch, dass es eine unbewusste kleine Wahlhilfe nochmal war für Niederösterreich. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man das ohne Not gemacht hat. Ich verstehe, dass man den Saga vom Herrn Waldhäusl diskutiert, weil das, finde ich, geht nicht. Du kannst nicht, wie Sie gesagt haben, jungen Gymnastinnen ins Gesicht sagen, die Welt oder Wien wäre besser, wenn ihr nicht hier wärt. Also das funktioniert so sicher nicht, so funktioniert auch ein Gemeinwesen nicht. Also dass es da eine klare Abgrenzung gibt und Stellungnahme, ist klar. Aber auch das hat natürlich den Nebeneffekt, dass es irgendwo Wasser auf die Mühlen der FPÖ ist. Ich finde, wir sollten zu einer Diskussion und Debatte kommen, wo man unterscheidet zwischen Zuwanderung und Integration. Ich meine, in Wirklichkeit bemüht man sich ja idealtypisch eh schon seit 20 Jahren darum. Nur aus irgendeinem Grund gelingt es nicht. Ich finde, man muss sich bemühen, dass man die Menschen, die hier leben, anständig behandelt und sie integriert. Und gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass man eine Kontrolle darüber hat, wer zuwandert. Ich finde, dass es mittlerweile eh ein breiter gesellschaftlicher Konsens gibt, genau über diese Haltung. Wenn man sich die einzelnen Parteien anschaut, sind eigentlich alle dieser Position. Und trotzdem wird dieses Thema dann immer wieder sozusagen so als Emotionsthema hochgezogen und aufgeladen, genau mit solchen Sagern. Wobei ich nicht glaube, dass der Herr Waldhäusl ein großer Stratege ist und das absichtlich gesagt hat. Das ist ihm rausgerutscht, weil es offenbar in ihm steckt und weil er wirklich so denkt. Ja. Aber eine große Strategie war das, glaube ich, nicht. Darf ich nur einen Satz sagen zum Herrn Bundespräsidenten? Ich bin einer anderer Meinung. Erstens, glaube ich, kann man nicht alles der Taktik unterordnen. Der Bundespräsident ist das direkt gewählte Staatsoberhaupt. In seiner Antrittsrede ist er gut beraten, diverse Pflöcke einzuschlagen und auch eine Richtung vorzugeben, was er in den nächsten 6 Jahren zu tun gedenkt. Wenn er der Meinung ist, und dafür gibt es gute Gründe, dass Herbert Kickl
kein Kanzler sein kann, kann er das nicht am Abend vor der Nationalratswahl sagen, sondern muss das vorher schon aufbauen. Und da war jetzt bei seiner Antrittsrede ein guter Zeitpunkt. Und ja, ich halte es auch für gut möglich, dass nach dem Modell Jörg Haider Kickl nicht Kanzler wird, sondern jemand anderer. Und so erkläre ich mir auch die Zwei-Firmen-Theorie, die es in der FPÖ gibt, mit Swazek und den anderen. Ja, ganz kurz, Entscheidungsfragen haben Sie so an sich, dass sie eigentlich mit Ja oder Nein beantwortet werden könnten. Deshalb probiere ich es jetzt einmal. Also Kickl innerhalb oder außerhalb des Verfassungsbogens, wie man heute so sagt? Außerhalb des Konsenses dieses Landes. Ebenso wäre er wirklich außerhalb des Verfassungsbogens, müsste konsequenterweise die FPÖ verboten werden. Gut, dann machen wir jetzt ein neues Thema auf. Sie haben schon gesagt, außerhalb des Verfassungsbogens. Und das, ich weiß nicht, das ist doch, ich meine, das ist so ein altes Wort von Andreas Kohl, irgendwann einmal in der Steinzeit gefällt. Danach hat die ÖVP eine Koalition, ist sie eingegangen mit der FPÖ. Ich halte davon jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Das ist eine demokratisch legitimierte Partei und der Herr Kickl, die Leute sollen sich ihr Bild machen von Herrn Kickl. Ehrlich gesagt wundert es mich gewaltig, dass die FPÖ so gut liegt in den Umfragen. Weil der Mann jetzt nicht unbedingt der Charismatiker ist. Ich glaube, da sind alle überrascht, dass das funktioniert. Aber Verfassungsbogen in, out, ja, also demokratisch, demokratische Partei, steht auch in der Verfassung. Ich glaube auch, weil das Profil jetzt, ich glaube, in der morgigen Ausgabe auch getitelt hat mit dem Aufmacher, wer stoppt die FPÖ? Auch eine Frage, die eigentlich nicht geht, sondern in einer Demokratie erledigen das die Wählerinnen und Wähler und keine andere Partei oder auch keine andere Instanz. Und ich hielt es auch nicht für klug, obwohl ich gut finde, dass dieser Bundespräsident noch einmal kandidiert hat und dass er gewonnen hat, weil es gut ist, ein guter, ruhiger Ruhepol ist auch in einem nervös werdenden Land, wo die Innenpolitik immer nervöser wird auch und das Regieren immer schwieriger wird. Dennoch halte ich das für nicht klug, dass er quasi seine zweite Amtszeit jetzt, dass er so definiert, dass er sie zu einem persönlichen Abwehrkampf gegen die Freiheitliche Partei stilisiert. Da würde er viel von seiner, von dem, was er mitbringt für dieses Amt und was ihn qualifiziert, wieder gefährden. Und er sollte auch ja wissen, was damals mit Klestil passiert ist, wenn einen hier zu viel moralischer Ehrgeiz auch antreibt. Ich finde, dass überhaupt keine Dringlichkeit bestanden hat, dass sich so zu diesem Zeitpunkt so zu positionieren. Nur ein Satz. Bisher war der gefährlichste Gegner in ihrer Geschichte der FPÖ sie selbst. Sie ist natürlich eine demokratisch legitimierte Partei, daher auch innerhalb des Verfassungsbogens. Aber sie ist sehr oft über sich selbst gestürzt. Ich wollte jetzt vieles noch machen, über Kärnten reden, über Salzburg reden, aber da mache ich jetzt einfach einmal Stopp. Wir haben sehr lange über die Innenpolitik geredet, über Herrn Waldhäusl, über extrem wichtige Themen, meine ich jetzt ironisch, während in Europa die Gefahr wächst, dass uns dieser Krieg selbst immer mehr betrifft. Deshalb mache ich jetzt einen radikalen Schnitt und frage den Außenpolitiker Christian Ulcz. Russland macht jetzt immer mehr Druck im Krieg. Offenbar, so zeigen die letzten Stunden und Tage, läuft es auch wieder für Russland besser. Und gleichzeitig auf der anderen Seite kommen die westlichen Staaten durch ihre Waffenlieferungen an die Ukraine auch immer mehr unter Druck. Wie gefährlich ist die Situation, ohne einen 5-Minuten-Monolog jetzt zu beginnen? Nein, keine Sorge. Aber wie gefährlich ist die Situation? Ich glaube, dass dieser Krieg noch sehr lang dauern wird. Ich glaube, dass es naiv ist anzunehmen, dass er schnell vorbei ist. Ich habe solche Einschätzungen gehört, auch aus Brüssel. Da hörte ich da die Einstellung knapp vor Jahresende. Ja, im April wird die Ukraine gewonnen haben. Es werde jetzt dann zu Angriffen kommen, auch auf die Krim. Und das wird dann Putin innenpolitisch nicht überleben. Das halte ich ehrlich gesagt für naiv. Russland hat einen großen Vorteil. Das ist der Vorteil der Zahl. Er hat einfach der russische Präsident muss weniger Rücksichten nehmen, erstens. Und zweitens hat er auch mehr Menschenmaterial, um es so zynisch auszudrücken. Ich glaube, auch so zynisch wird gedacht im Kreml, dass er in die Schlacht werfen kann. Das ist ein Faktor, der bewegt sich bei 3 oder 4. Keiner hätte gedacht, dass die Ukraine dann natürlich standhält. Mit Hilfe der Waffenlieferungen aus dem Westen wird es gelingen, zumindest dieses Patt zu halten. Aber ich glaube nicht, dass es eine
schnelle Entscheidung gibt. Und das heißt, dass dieser Krieg noch länger weitergeht, weil beide Seiten glauben jetzt noch, dass sie Vorteile erringen können auf dem Schlachtfeld. Und solange das der Fall ist, wird es auch keine ernsthaften Verhandlungen geben. Verknüpfen wir das noch kurz auch mit Österreich und den anderen EU-Staaten. Die Müdigkeit, die Sanktionsmüdigkeit steigt. Ist das so? Naja, es gibt Umfragen, vor allem in Österreich, dass die Sanktionen immer unbeliebter werden gegen Russland. Das ist natürlich auch ein Nährboden für freiheitliche Politik. Auf der anderen Seite sinkt die Unterstützung auch für die Ukraine. Hört man, beziehungsweise gibt es neueste Umfragen, man muss ja da sehr vorsichtig sein, alles wieder für die FPÖ ein Nährboden. Wohin geht da Europa? Und Österreich offensichtlich noch intensiver als alle anderen EU-Staaten. Ich glaube tatsächlich, dass es so etwas gibt wie eine Solidaritätsmüdigkeit, nicht nur eine Kriegsnachrichtenmüdigkeit, die wir alle in den Redaktionen derzeit gerade erleben. Was eigentlich zynisch ist, wir erleben es genauso. Was auch zynisch ist, was wir jedenfalls von digitalen Zahlen ablesen, dass sich immer mehr Menschen sich dieser Schwerkraft, dieser Kriegsnachrichten entziehen möchten. Und ich glaube, dass Putin, aber da weißt du viel mehr darüber, dass das Teil seines Kalküls ist, dass in diesem Westen diese Solidaritätsgemeinschaft aufbricht, dass ein Teil, nämlich und zwar interessanterweise ganz links und ganz rechts, also auf der linken Seite ganz stark pazifistisch getrieben und rechts von den rechtsnationalen Kräften, alles hinterfragen, die Sanktionen, die Gangart, den Krieg und plötzlich überhaupt in einer perfiden Umkehr die Länder wie Deutschland oder die Panzer als Möglichkeit, sich zu verteidigen, damit dieses Land und die Identität nicht ausgelöscht werden, sogar ummünzen und uminterpretieren zu einer Kriegstreiberei. Nicht? Und wie du richtig sagst, auch das hat der FPÖ genützt, weil sie hier in dieser Gegnerschaft und fast Ukraine-Skepsis ein Alleinstellungsmerkmal auch hat. Auch an Sie beide die Frage, wie gefährlich ist die Situation derzeit speziell auch auf Europa bezogen? Ich glaube, dass es ziemlich gefährlich ist und löst auch, wie der Hubert Batterer gesagt hat, wird die Ränder stark machen, weil natürlich da auch manche Argumente nachvollziehbar sind, die sagen, die Ukraine war eines der korruptesten Länder Europas und wieso stützt ihr das jetzt? Und der Selenskyj will immer noch mehr Waffen. Ich glaube, wir haben alle eine ganz, ganz große Friedenssehnsucht und es wirkt auf mich so, ich bin jetzt nicht die große Außenpolitik-Expertin, aber es wäre das eine Art Ermüdungskrieg und am Ende gibt es dann, weil jetzt wird er keine Kampfjets kriegen, Präsident Selenskyj von Amerika. Vielleicht muss er auch irgendwann einmal eingestehen, dass er zu Friedensverhandlungen bereit ist, was natürlich auch zynisch ist, wenn man angegriffen wird und vielleicht auch doch Gebiete abgeben. Aber das dauert, glaube ich, wirklich noch sehr lange und wird Europa sehr in Mitleidenschaft ziehen. Es ist, muss man sagen, eh ein Wunder, dass die Rezession nicht stärker ist, die als Schockwellen von diesem Krieg ausgeht. Das sind natürlich die ökonomischen Auswirkungen des Krieges, die indirekt und direkt damit verbunden sind und die wirken sehr wohl nach. Einerseits die Energiekrise. Wir alle wissen, Österreich war zu sehr von russischem Gas abhängig, muss sich jetzt anders aufstellen. Und auf der anderen Seite die Teuerung, die in Österreich ja besonders hoch ist, auch im Vergleich mit anderen EU-Staaten. Jetzt darf ich Sie sogar unterbrechen, weil dazu haben wir nämlich eine Grafik, die Inflationsgrafik, wo Österreich... Da steht, wir sehen es, wir müssen jetzt nicht unbedingt den ganzen Verlauf durchgehen, aber wir sehen, wir sind jetzt schon bei 11,5% und die Eurozone bei 8,5%. Warum ist das so? Das wäre sicher eine Aufgabe, die eine Menge gescheiter Menschen, WirtschaftswissenschaftlerInnen zusammen mit der Regierung analysieren sollten. Ist es vielleicht so, dass die Gießkanne an Maßnahmen, diese vielen Milliarden, die verteilt wurden, die Teuerung eher noch ankurbeln? Was ist das Problem? Also da würde ich mir jetzt keinen Schnellschuss zutrauen, sondern da denke ich mal, das sollten wirklich ökonomisch durchgeackert werden und danach soll die Konsequenz gezogen werden. Offensichtlich läuft irgendwas schief. Was genau ist, ich glaube, das bräuchte eine profundere Antwort als jetzt in einer Minute. Aber wenn ich da nur reinstoßen darf, natürlich liegt es auch an den riesigen Hilfsleistungen. Österreich liegt an der Spitze, an den Unterstützungen, wird übrigens nicht, aber Dankbarkeit
wissen wir ja schon seit 30 Jahren, ist keine politische gerade Kategorie. Beifügen. Genützt hat es nichts. Nein, es hat natürlich politisch auch nichts genützt. Aber natürlich gab es sehr viele inflationstreibende Maßnahmen, zum Beispiel auch die starken Gehaltserhöhungen, dass die ÖBBler plus 8% gekriegt haben. Das hat man ja schon ganz vergessen, auch in dieser ganzen Debatte, dass wir alle immer ärmer werden und ganz schrecklich und so weiter. Es gab sehr starke Gehaltssteigerungen. Natürlich befeuert das am Ende auch die Inflation, ist ja ganz logisch. Nicht zuletzt der Arbeitskräftemangel, der in manchen Betrieben zu Schwierigkeiten bei der Produktion führt. Das sind lauter Bausteine. Aber was genau der Grund ist und was die richtige Gegenstrategie ist, ich glaube, da bräuchte man wirklich eine profunde Antwort. Also aber eigentlich erschütternd, dass wir so viele Ökonomen haben, das nicht aber wissen. Ich glaube, die Richtung der Analyse, glaube ich, stimmt jedenfalls. Nicht? Dass es so ein, dass diese sehr starken Hilfen, die es gab, das hat sich ja bewegt zwischen, wenn man das hochrät, zwischen 26 und 35 Milliarden Euro. Noch dazu mit der Gießkanne natürlich dann auch noch einmal einen Effekt hatten, dass die Teuerung angezogen ist. Ich meine, der Fairness halber muss man sagen, dass Österreich bei anderen Indikatoren in Europa sehr gut dasteht. Also Österreich hat ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich extrem sehr gering. Und das fand ich jetzt nur interessant, das habe ich nur irgendwie mitbekommen. Das war der Finanzminister in einer Runde von Botschaftern der EU-Staaten. Und da haben sie ihn gefragt, wie ist es eigentlich möglich, ihr habt so gute Wirtschaftsdaten, warum verliert dann die ÖVP so stark in Niederösterreich? Also von außen betrachtet, stellt sich halt dann manches anders dar. Aber ich glaube auch, also Teuerung muss man sich ganz genau anschauen, weil da etwas nicht funktioniert. Anderswo geht das bereits runter. Und da gibt es überhaupt radikal andere Modelle, die man sich auch ohne ideologische Scheuklappen noch mal anschauen kann. Warum funktioniert das in Spanien vergleichsweise gut? Was machen die anders? Ist das das richtige Modell? Gibt es dort vielleicht einen Bumerang? Also die hatten früh begonnen, so am Preisdeckel einzuschieben. Kann sein, dass das langfristig dann auch nachteilig ist. Aber ich wäre halt sehr dafür, dass man sich im politischen Diskurs auch mal anschaut, welche Länder machen das vielleicht auch einmal gescheiter, klüger, besser als wir, und dass man das nebeneinander legt und sich auch die Diskussion vielleicht auch mal zwischen den Parteien auf der Ebene führt. Herr Patterer, erleben wir nicht ohnehin ein Phänomen schon vor dieser Krise, schon seit einigen Jahren eigentlich Steuerreform, über die Menschen werden Milliarden ausgeschüttet, schon seit sehr langer Zeit. Es ist aber egal, was den Wahlerfolg betrifft. Worauf schauen die Menschen? Wählen sie nur noch mit dem Bauchgefühl? Ja, die Gefühle spielen in dieser krisenhaften Zeit eine wichtige Rolle als Triebfeder auch für das Wahlverhalten. Auch. Und dann spielt möglicherweise auch von der Psychologie her, vielleicht ist das ein Wohlstandsphänomen, auch eine gewisse, was man schon spürt, auch ohne die Nöte jetzt abwerten zu wollen, ein gewisses Anspruchsdenken an den, und sehr aggressives Anspruchsdenken an den Staat. Woher das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Verlustängste, die Wohlstandsniveaus zu verlieren, die Leute dazu verleitet. Aber das ist sehr stark spürbar. Und dieser hohe Inflationswert, so als im Gegensatz zu den guten, besseren Werten anderswo, das unterläuft natürlich und diskreditiert natürlich diese doch sehr beherzten Bemühungen, auch die bisher von der Regierung auch geleistet worden sind. Und dazu kommt, dass die Auswirkungen dieser Teuerung jetzt erst in vielen Haushalten, wenn die Energierechnungen, wenn die Heizkostenrechnungen, wenn all das jetzt zeitversetzt kommt, erst so richtig ins Bewusstsein dringt und viele Familien tatsächlich an die Grenzen des Leistbaren. Aber ich finde, wichtig ist zu begreifen, wenn ich das nur einführen kann, dass dieser ganze Teuerungsprozess auch schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen hat. Das ist nur wichtig, weil ich finde, dass das zum Teil vermengt wird und instrumentalisiert wird. Also eine wesentliche Ursache war, dass während der Pandemie diese Lieferketten auseinandergerissen sind, dass man einen Überhang hatte an
an Nachfrage und zu wenig Angebot. So. Und da steigen lehrbuchgemäß die Preise. Auch Öl und Gas hatten eigentlich schon vor dem Krieg ein recht hohes Niveau. Ja, weil irgendwo, es immer heißt, ja, der Ukraine-Krieg hat das sicherlich auch nochmal angefacht, aber es ist nicht die Ursache dieses Inflationsproblems. Ich würde gerne trotzdem jetzt noch einen Schnitt probieren, und zwar auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben, Frau Salomon. Sie haben ja irgendwann einmal jetzt gesagt, man redet natürlich nicht über das, was Waldhäusl gemeint hat. Und das wird ja auch solchen Chefredakteursrunden immer wieder vorgeworfen. Es wird der Herr Waldhäusl verteufelt, aber worum es eigentlich geht, darüber wird nicht gesprochen. Reden wir drüber. Migration. Jetzt gibt es einen Sondergipfel am kommende Woche, Donnerstag, Freitag. Es gibt heftige Diskussionen rund um die Schengen-Politik Österreichs. Kriegen wir dieses Migrationsproblem schlicht und einfach nicht in den Griff? Schaut im Moment so aus, tatsächlich. Ich denke mir, natürlich ist es wichtig, dass jetzt die EU-Innenminister darüber ganz intensiv beraten. Es gibt ja mehrere Modelle, die ohnehin debattiert werden, dass es Asylanträge außerhalb der EU-Grenzen bearbeitet werden müssen, weil wir müssen darauf schauen, dass die illegale Migration eingedämmt wird. Gerade aus österreichischer Sicht, wo wir pro Kopf die allerhöchsten Anzahl an Asylanträgen, bleiben natürlich nicht alle da, aber wir müssen sie trotzdem bearbeiten, haben in ganz Europa. Und mittlerweile gibt es Studien, die zeigen, dass 70% davon von diesen Leuten, die da jetzt kommen, Analphabeten sind. Das heißt, wir brauchen ja eine qualifizierte Zuwanderung, weil wir ja einen riesigen Arbeitskräftemangel haben. Aber wir brauchen nicht 70% Analphabeten, die eine ganz, ganz lange Zeit brauchen, bis sie integriert hier sind. Wobei der Peter Kaiser da auch einen sehr interessanten Vorschlag gemacht hat, der ja auch schon seit Jahren diskutiert wird. Dass wir eigentlich erstens das Sozialjahr, weil da kann man auch viel mitgeben, glaube ich, den Leuten und auch Sie uns wieder was zurückgeben. Und zweitens, dass man schaut, dass Leistung und integrationswillige Asylwerber auch da bleiben können in einem vereinfachten Prozess. Also ich glaube, wir reden über das kanadische Modell, die sich total aussuchen, wer da kommt. Und es ist ziemlich bürokratisch in Wahrheit sogar, dass mit Sprache und Leistung und so. Ich glaube, wir müssen auch den Mut haben, darüber zu reden, wen wir haben wollen und wer auch da bleiben darf. Und wen wir, weil er sowieso auch keine Ansprüche hier hat, sofort wieder loswerden müssen. Nur da ergänzend, ich glaube, niemand versteht, dass Lehrlinge, die offensichtlich gut integriert sind, quasi aus dem Betrieb abgeschoben werden, während andere quasi Delikt an Delikt aneinanderreihen können und sie nicht mehr zurücknehmen. Es wird schon lange diskutiert, auch über diese Rückführabkommen. Damit haben auch andere europäische Staaten ein Problem. Das wäre ein klassisches Aufgabe, die die EU gemeinsam lösen kann. Und das drückt natürlich. Und zudem, was Sie gesagt haben, braucht es natürlich auch Wege, die Migration legal ermöglichen. Es wird vermischt, Asyl und Migration, seit Ewigkeiten in der Debatte. Man sollte das endlich trennen und überlegen, okay, einerseits Asyl, das dient dazu, Menschen, die auf der Flucht sind, zu helfen, zu prüfen, gibt es einen Fluchtgrund, und dann legale Migration. Und das ist natürlich das Recht jedes Staates, wie es andere auch machen, zu definieren, wer soll kommen, wen brauchen wir gerade. Ganz offensichtlich funktioniert die Rot-Weiß-Rot gerade nur bedingt. Die ist zwar reformiert worden, aber auch da ist einfach Luft nach oben. Also ich finde auch, es wäre völliger Wahnsinn, wenn das die Ableitung aus dem Wahltriumph der FPÖ wäre, dieses Thema nicht zu besetzen, weil es ja auch in den Twitter-Foren ist, das ein beliebtes Echo, dass man sagt, jetzt hat die ÖVP davon, nicht, dass sie dieses Thema so hochspielt. Jetzt kann man sagen, sie hat es nicht sehr geschickt hochgespielt oder sehr erratisch oder keine Allianzen gesucht im Schengen. War das ein Fehler aus Ihrer Sicht, dieses Schengen-Veto? Ja. In der Art und Weise, wie es aufgesetzt worden ist, ohne dass man Allianzen sucht, auch habe ich es für nicht sehr geschickt gehalten. In der Sache selbst ist es natürlich ein Thema. Und ich glaube, es bringt überhaupt nichts, jetzt die FPÖ bekämpfen zu wollen, damit mit moralischem Furor, sondern dem auf den Grund zu gehen, was die Menschen dazu bewogen hat, aus einer Unzufriedenheit heraus diese Partei zu wählen oder aus Ängsten heraus, und was die Ursachen für diese Unzufriedenheit
ist. Und eine dieser Ursachen ist eben, dass dieses Thema seit Jahren auf allen Ebenen politisch nicht bewältigt wird. Und die Leute haben die Lehrformeln von der Grenzschutzsicherung, von den Rückführern satt, weil sie wissen, dass es nicht umgesetzt wird. Und man kann nur hoffen, dass jetzt der Gipfel nächste Woche oder kommende Woche, dass das kein Gipfel der üblichen Lehrformeln wird, sondern hier tatsächlich was weitergeht. Und dann könnte es sogar sein, dass die Regierung, diese österreichische Regierung, dass die ihr das auch wirklich gut geschrieben wird, wenn es hier tatsächlich zu einer substanziellen Änderung etwa in der Rückführungsagenda, dass hier wirklich Länder, die ihre Leute nicht zurücknehmen wollen, dass es Erschwernisse für Visa-Genehmigungen gibt oder bei Handelsgenehmigungen. Das halte ich für sinnvoll und wenn sich das erfüllt, dann ÖVP wieder zugutekommen. Nur noch zwei Minuten, deshalb bleiben wir bei der Schlussrunde. Sie verzeihen, das war schon das Schlusswort Ihres. Kann eine türkis-grüne Regierung jemals eine Politik machen, die nicht automatisch zu Zuwächsen für die Freiheitliche Partei führt in der Migration? Ja, kann sie, nämlich wenn sie, das ist sehr abgeschmackt, ihr Motto von ganz zu Beginn, das Beste aus beiden Welten, wirklich beherzigt und auf der einen Seite Humanität und Härte im jeweils richtigen Ausmaß kombiniert. Natürlich geht das, aber das geht nicht allein. Man braucht dazu die EU. Österreich allein ist mit dem Migrationsthema überfordert. Das geht nur europäisch. Ich glaube schon, dass es prinzipiell geht. Und wenn jetzt der Untersuchungsausschuss endet im Parlament und diese Lawine an wechselseitiger Aggression aufhört, glaube ich auch, dass es ein bisschen einfacher wird, das Regieren. Ja, ich glaube, dass die ÖVP auf dem Thema, wie es so heißt, draufbleiben wird, aus dem einfachen Grund, weil dieses Problem da ist. Es gab fast 100.000 Asylanträge. Letztes Jahr. Es ist objektiv so. Ich glaube, dass die Regierung da zum Teil auch kommunikativ schwach war. Aber es ist beileibe nicht das einzige Thema, das diese Regierung beackern sollte. Und ich erwarte eigentlich, dass der Herr Nehammer sich in nächster Zeit, zumindest dass es versuchen wird, sich neu zu erfinden, damit dann auch alle wissen, wofür eigentlich auch außerhalb dieses permanenten Krisenmodus eigentlich steht. Liebe Spitzenjournalisten des Landes und Journalistinnen, schließe einmal so ab. Danke fürs Diskutieren. Ich glaube, es war ganz spannend. Danke für das Mittragen der Mischung aus Innenpolitik und Außenpolitik. Hier geht es jetzt weiter mit knallharter Innenpolitik, das Hohe Haus. Da sehen wir die Themen Teichtmeister und die Folgen, Reform des Wahlrechts und natürlich das neue Parlament. Was hat es gebracht? Also das Haus und im Zentrum, da reden wir dann über Essen, Heizen, Wohnen, was wird alles teurer mit Claudia Reiterer. Danke fürs Zusehen und einen schönen Tag noch.